Moin Leute, willkommen bei einem Adventskalender-Special, bei dem wir 24 Blindverköstigungen machen und jedes Mal raten, was eigentlich dahinter steckt. Ja, wir haben einen Kalender organisiert von Heiner von Helgoland und wir würden uns darüber hinaus riesig freuen, wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmt und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Barrel Barrel Beast Adventskalender Special. Heute mit Türchen. 23. Und wir sind wieder dabei mit einem wunderschönen, sehr goldfarbenen Whisky. Gold, Gold, Gold. Alles ist Gold, aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Okay, riecht schon mal sehr interessant. Ich finde, der riecht so ein bisschen wieder eher in eine künstliche Richtung. Ja, Künstliche also Süße. da ist irgendwas drüber und danach verschwindet das relativ schnell. Und dann geht das ganz schnell in diese Bourbon, Karamell. Ah, wobei, Also am Anfang finde ich, ach, das ich weiß war es nicht. auch wieder wie Weingummi. Nicht so wie Haribo, aber wie Weingummi. Uiuiui. Und Ich sag dann mal wird was das aber von. relativ schwer. Ich sag schon mal was vom Alkoholgehalt. Nur durch die Nase. Ach. Vielleicht korrigiere ich mich aber. 43. 52. 52? Ich weiß es nicht. In diesem Sinne, Slantje. Slansche. Sehr stark. Aber der scheint viel zu bieten zu haben. Das mal vorab. Also da kann man, glaube ich, sehr viel raustasten. Es ist ein bisschen Brot, muss ich sagen. Wie so ein frisches, einfach Gerstenbrot irgendwie. Und ich habe auf jeden Fall fruchtige Komponenten, wieder ein bisschen Salzigkeit da. Finde ihn ein bisschen holzig. Bei Komplexität bin ich dabei. Der ist halt sehr, sehr, sehr intensiv. Eieiei, also wenn ich mich mal festlegen müsste, dann geht das tatsächlich in die Richtung. Ah, Palo Cortado Ne. als Finish. Nee. Also dafür ist er nicht ölig genug. Das ist aber gelockt. Also wenn ich ihn vergleichen müsste, dann wäre es der aktuelle Elsburn Sherry Cask, wobei der nicht ganz so süß ist. Und der war ja aus drei Fasstypen, nämlich PX, Olo Rosso und Palo Cortado. Und eins davon ist es auch. Und das PX wird es nicht sein. Dann bleibt mir noch Olo Rosso Oloroso. oder Palo Cortado. Palo Cortado wäre ein Brett. Für beide ist er relativ hell von der Farbe. Kann aber auch durch ein Weil es junges das auch Alter nicht kommen. ist. Ach, Diggi. Ist Japanese Whisky er Blend. So, und an dieser Stelle bin ich auch raus. Nein. Wollen wir nicht. ein Ich bisschen kann ja zum mal Geschmack, weitermachen. da Also mal ein das, bisschen. ich weiß nicht, ob das ein Sherry ist. Ich glaube, ich bin eher in Weinregionen. Und da wäre ich wahrscheinlich eher im Bereich Portwein. Süßwein, also süßlicher Wein. Ob das jetzt ein Portwein ist oder ein normaler Wein. Aber auf jeden Fall ein süßlicher Wein. Ja, ob das jetzt Weinbrand ist oder ein ganz normaler Wein, das ist eben schwierig. Ist auch Da scheißegal. wächst. Nee, nee, nee. Es geht ja hier um die Punkte. Ich bin jetzt Ich mal nur beim sowieso. Portwein. Ja, dann bleibe ich bei Sherry. Komm. Tob dich da aus. Beim Leg dich fest. Alkoholgehalt, also die Glenels, die du alle genannt hast, die haben ja maximal, glaube ich, 49, ne? Also von daher, Ich habe ja auch gesagt, dass ich mich vielleicht noch ich gehe korrigiere. hoch. Ich sage, der hat mindestens 53%. Ist fast stark. Das würde ich auch sagen. Und vom Alter her ist es eben kompliziert. Ich sage, der hat 12 Jahre. Ich finde den schon ein bisschen holzig. Hat auf jeden Fall diese dunkle Fruchtaromen. Also ich sehe mich hier irgendwie gerade so durch so ein Gestrüpp laufen irgendwie. Schön die Dornen, die mir die Haut Du aufkratzen. schreist auch dabei, Ja, ich schreie ne? dabei. Aber links und rechts immer mal eine Brombeere, die du mit dem Mund so wegsnackst. Genau. Aber da bin Nee. ich. Also Brombeere trifft es auch schon wieder ziemlich Brombeere, gut. finde ich, ist auch genau das, was bei mir hängen bleibt. Ansonsten aber Geil. dieses
Diese hölzernen geil. Weintrauben in der Richtung. Es ist nicht Rosine, sonst wäre ich bei PX gelandet. Bisschen Rosine ist drin. Doch. Nicht genug für PX. Aber vielleicht für ein Finish. So. Spannend. Das ist wirklich spannend. Und ich muss sagen, zum Geschmack können wir gleich noch ein bisschen kommen. Ich bin gerade schon beim Rating, ohne zu raten. Der Mund bleibt aber so ein bisschen wässrig, finde ich. Das ist schon echt ein Hinweis auf so ein besonderes Finish, finde ich. Also ich finde, das ist schon gelungen. Ist ein tolles Ding. Ich weiß nicht, ob es ein Finish ist. Ich kann mir auch wieder vorstellen, dass hier was geblendet wurde, in Anführungszeichen. Ich könnte mir ein Octave vorstellen. Nee. Im Finish, im Octave meinst du? Oder komplett Octave? Also einfach, nee, komplett glaube ich auch ja, nicht. Ja, deswegen. Aber Finish im Octave. Und dass deshalb das Alter überhaupt nicht hinhaut. Hinten und vorne nicht. Das kann sein. Ansonsten, also Alkoholgehalt hatte ich 53 gesagt. Alter, 12 Jahre. Region haben wir beide noch nichts gesagt. Finde ich auch schwierig. Ich sage jetzt mal Speyside, einfach weil ich es nicht besser weiß. Ja. Ich sage Highlands. Der Punkt wird mir ja sowieso nicht gegönnt, aber dann wird wieder irgendeine Stadt, die sich unabhängig als Whisky-Region erklärt. Also oder so. Das Spannendste sowieso dieses Mal wird das Fass sein. Von daher... Alter, habe ich aber auch noch nichts zugesagt. Gibt eh keine Punkte für dich. Du hast 12 gesagt? Ja. Das ist frech. Machst du Octave und 6 oder so? Ich mache Octave? Nein. Nee? Da ist Sherry mit drin und ich sage, es blend. Nein, also in dem Sinne Blend. Ja. Ist ein Blend? Es ist Ex-Bourbon mit also drin. Also Ex-Bourbon plus Sherry. Plus Sherry. Okay. Wenn ich mich festlegen müsste, was ich nicht mache, würde ich sogar fast sagen, es könnte Oloroso und Palo Cortado drin sein. Okay, also Palo Cortado ist nicht drin. Okay, dann ist es nur Oloroso. Aber schön würzig, also gefällt mir. Den mag ich. Leider schon fast leer hier. Das ist echt faszinierend. Je länger du es sagst, desto eher bin ich da auch. Das ist halt, nein, es wird gelockt hier. So. Also wenn ich das nicht gesagt habe, Palo Cortado, dann... Okay. Region haben wir, Alter haben wir, Alkoholgehalt haben wir und irgendwas fehlt mir schon wieder. Ich habe fast, habe ich, okay, ich habe gesagt Mix. Du hast gesagt, da ist irgendwie so Portwein oder... Irgend sowas drin. Portwein, Wein. Ich habe nicht so richtig zugehört, ist auch nicht so wichtig. Und blenden wir Musik drüber. Genau. Kommen wir zur Bewertung. Ich muss sagen, die Nase hat mich am Anfang ein bisschen, hatte ich auch, glaube ich, gesagt, hat nicht auf das hingedeutet, was jetzt da wirklich gekommen ist. Das ist wirklich mit Tiefgang hier. Mhm. Gefällt mir sehr. Also eine sehr, sehr feine Sache. Ich muss auch sagen, der hat wirklich Potenzial für mich persönlich zum Barrel Beast. Nur die Nase könnte noch ein bisschen geiler sein. Ja. Also vom Geschmack, vom Abgang brutal. Und deswegen werde ich ihn auch so benoten. Ich gehe trotzdem hart ins Gericht, weil da geht noch mehr, das weiß ich. Einfach durchs Alter schon. Aber trotzdem, es kriegt er eine sehr gute Bewertung. 87, 87 und Nase kriegt er von mir 84. Und was hattest denn du beim Alkohol? 52. 52, okay, doch. Schon gelockt. Mit der Nase gelockt, falls ihr euch erinnern könnt. Ja. Es wird hier nochmal eingeblendet. Nein, Brett. Spaß. Barrel Beast ist es im Geruch einfach nicht. In der Nase gebe ich ihm 82 Punkte. Ist einfach nicht so ultra komplex. Komplex wird es dann aber im Abgang und im Geschmack. Okay. Und das ist schon wirklich toll, was er da abliefert. Da gebe ich ihm im Geschmack eine 86 und im Abgang auch eine 86. Bisschen nussig. Das ist schon eine runde Sache. Der Alkohol ist stark da, aber geht nicht in den Vordergrund. Also der unterstreicht das mehr, hilft dabei, diese intensiven Aromen zu transportieren. Ist wirklich geil. Sind wir mal gespannt, ob das... Jetzt ist es einfach Ex-Bourbon Japaner. So. Der Klassiker. Oh, was ist das, Wolf? Okay, eine Sekunde. Es ist ein Wolfburn. Oh. Ja. Das heißt, wir sind schon mal in Schottland, immerhin. Man sieht es, crafted from a sherry cask. PX Sherry Cask. PX, hör auf. Das habe ich auch ausgeschlossen. Aber wir Rosine. Beide ausgeschlossen. Ich Rosine war leicht drin, aber ich hätte jetzt nicht. Okay, und Wein ist halt auch irgendwie Rosine und PX. Ja. Aber married with a first fill bourbon cask. Ey, komm.
Ganz ehrlich. Also wenn du sagst Oloroso plus Palo Cortado. Ich habe gesagt, wenn ich mich festlegen müsste, ja. Ich habe gesagt Sherry, und wenn ich mich festlegen müsste, habe ich ja nicht, dann Oloroso oder... ist okay. Ne? Ist also okay. Brutal. Ja. Brutal. Brutal falsch. Ich habe mich ja nicht festgelegt. Brutal daneben. Okay. 50%. Da habe ich auch, glaube ich, ein Pünktchen. Nee, du bist echt 52%. Ach, 52, stimmt. So, ja. Limited Release, 1100 Flaschen. Und Wolfburn hatte ich ein, zwei Mal im Glas. So viel noch nicht von gehabt. Weiß ich auch, dass das sehr beliebt ist. Lesen wir mal, was der liebe Heiner hierzu geschrieben hat. Tag 23. Das vorletzte Türchen entführt uns in den höchsten Norden Schottlands. Weiter nördlich kommen dann bereits die Orkney-Inseln. Die Brennerei Wolfburn brennt wieder seit 2013. Sie existiert bereits von 1821 bis 1850. Besitzer ist die Aurora Brewing Limited. Wir haben heute mit 7 Jahren den vielleicht ältesten Whisky der Brennerei im Glas. Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Egal. Limitiert auf 1100 Flaschen hat man First Fill Bourbon Barrel und ein PX Sherry Butt miteinander vermählt und auf 50% reduziert. So beginnt in der Nase auch gleich der kräftige Sherry gepaart mit Cranberries und Kräutern. Unerwartet poppt ein senfiger Touch auf und vor mir entsteht das Bild von schokoliertem Ingwer. Weich zu Beginn dauert es nicht lange, bis die rassigen Elemente des Sherry, ich hätte sogar auf Rotwein getippt. Ah. Das Kommando übernimmt. Ah. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mann, ey. Ey, du bist aber gut dran. Ich muss dir Chapeau, ne? Also, so. Dunkle Schokolade mit soll ich überhaupt weiterlesen? Oder? Nee, komm, ey. Dunkle Schokolade mit Bärbesitzen flitzt über den Platz. Das wuchtige, dennoch samtig stimmige Finish bringt viele Beeren auf den Plan. Der Sherry und die Herrenschokolade ziehen bis zum Schluss durch. Tannine sind spürbar und mit Ecken und Kanten poltert er zum Ausgang ohne hinzufallen. Das ist eine Katastrophe. Nee, aber es ist natürlich auch gemein. Wir wissen ja die Anteile nicht, ne? Nee, also Ahnung. Ein PX, das geht natürlich dann auch ein wenig unter. Und der normale PX-Charakter, weiß nicht, ob der dann ein bisschen verschwimmt. Mm, und dann landet man natürlich, wie Heiner auch, wahrscheinlich schnell beim Rotwein, ja, weil es einfach für ein PX, was nicht ja so intensiv ist, ballert. Ja, ja. Dafür reicht es halt nicht so. Ganz. Ja. Ist aber jetzt eine schlechte Ausrede von mir, ja. Aber so kann ich es mir erklären. Denke ich auch. Nein, ich denke auch. Also Rotweinfass ist da nicht fern von. Das ist einfach so. Aber einfach wirklich eine runde Sache. Gefällt mir. Die haben das toll gemacht. An dieser Stelle, für die, die es noch nicht wissen, wir haben ja ein Gewinnspiel am Laufen und wir sind kurz vor Schluss. Ja? Es gibt einen schönen Highland Park Rowing Club zu gewinnen. Der ist erstens streng limitiert, inzwischen schon echt eine Stange Geld wert. Also es lohnt sich. Und was ihr dafür machen müsst, findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir würden uns freuen, euch beim letzten Türchen zu sehen. In diesem Sinne, bis bald.